Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch. Roger gegen Markus an diesem Montag natürlich nur mit einem Thema. Corona machen wir aber am Anfang irgendwie etwas, was heute ein bisschen außergewöhnlich ist. Wir bringen etwas Positives. Gut, was ist positiv? Du hast heute Geburtstag. Das stimmt. Gratuliere. Das ist sehr positiv. Genau. Und ich mache dir ein Geburtstagsgeschenk. Und da bin ich gespannt. Genau. Ich spiele nicht die Einspielungen vor von dem, was du über Corona in den letzten 4 Wochen gesagt hast. Ja gut, das ist für mich ein grosses Geschenk, wenn du das einspielen würdest. Es wieder zeigt, was für ein gesunder Skeptiker ich bin. Nein, aber schau mal, jetzt ernsthaft. Wir müssen ein bisschen ernsthaft. Jetzt können wir nicht einfach nur so rumspätzeln und irgendwelche Sprüche machen. Die Lage ist dazu ein bisschen zu ernst, glaube ich. Ich habe mir überlegt, du bist wirklich ein intelligenter Mensch, bist gut informiert und vielleicht unterscheiden wir uns da in diesem Bereich nicht ganz so gross. Und wieso sind wir da in dieser Frage, die es angefangen hat, zu so unterschiedlichen Meinungen? Was siehst du da als Grund? Ja gut, also erstens, am Anfang hat man ja grundsätzlich sehr wenig gewusst, oder? Wir beide. Und ich finde nach wie vor, es war eine Einschätzungsfrage, ob man das Gefühl hatte am Anfang, ja, das wird ganz schlimm oder das wird vorübergehen. Man hat nicht genau gewusst, was in China gelaufen ist. Und ich habe dort wirklich, muss mich nur eins verteidigen, nur einmal gesagt, ja, vielleicht tut die WHO das auch ein bisschen zu dramatisch darstellen. Das ist eine legitime Meinung. Und die kann man ja auch revidieren. Das ist ja nicht so das Problem. Nein, es ist also weitergegangen. Du hast gesagt, es ist ja wie die gewöhnliche Grippe. Du hast Zahlen gebracht, wie viele Leute an der Grippe sterben und so weiter und so fort. Aber das wegen China. Einfach nur, ich wollte jetzt nicht einfach rechthaberisch klingen. Es ist mir etwas aufgefallen. Und zwar in Amerika hat man Demokraten und Republikaner dazu gefragt, was sie von dem halten. Und Demokraten sagen zu über 70%, das ist ganz eine ernste Sache, ich muss das auch ernst für mich persönlich nehmen. Und die Republikaner 40%. Das heisst, je nach politischem Standort tut man es unterschiedlich beurteilen. Auch heute noch. Gut, aber das ist ja, jetzt reden wir von Europa und in Europa ist ja das nicht der Fall, oder? Nein, ich beziehe das auf uns zwei. Ja, aber ich habe ja dort gar nicht, das habe ich nicht gesagt, weil ich irgendwie amerikanische Medien gelesen hätte, sondern es ist eine grundsätzliche, gesunde Skepsis. Und übrigens, also werden wir jetzt noch das ganze Jahr darüber reden. Man kann nachher, ich finde immer noch die Bilanz, die steht dann noch aus. Wir müssen dann nachher schauen, was ist eigentlich passiert. Haben wir die richtigen Massnahmen getroffen oder nicht? Haben wir übertrieben oder nicht? Das ist immer noch offen. Aber jetzt ist klar, was real an Problemen da sind. Und die wirtschaftlichen Probleme sind unübersehbar. Ob jetzt der Grund ein guter ist oder ein schlechter, spielt keine Rolle. Nein, Markus, das ist jetzt so falsch, dass es falsch nicht aber kann sein. Aber ich gemeint, du hättest mir ein Geburtstagsgeschenk ja, gemacht. Ja, ich soll es nicht einspielen. Da spüre ich nichts. Ich habe einfach gedacht, ein bisschen Einsicht, irgendwie Sparte Einsicht. Nein. Tatsache ist, und das ist doch, das weiss man jetzt, man hat immer zu spät reagiert. Man hat es immer zu wenig ernst genommen. Weißt du, wann Hongkong, an welchem Tag Hongkong Grenzen zu China geschlossen hat? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, relativ früh. Hongkong 22. Januar. Ja, das ist relativ 22, früh. Sehr früh. Das ist früh. Und Taiwan, ja, noch früher. Gut. Und spätestens nachdem das in Italien passiert ist, nicht das, was in China war und in Hongkong war oder nicht war, ja, sondern später, wo das in Norditalien, also kurz vor unserer Grenze war, hat man doch müssen sagen, hoppa, das kommt ja, ganz also so, sicher so zu wie, uns. Ja. Und, so, und du hast noch letzte wir Woche gesagt, so wie vorher, wir wissen zu wenig. Wir hätten sollen so reagieren wie die Amerikaner. Die Amerikaner haben von Anfang an relativ schnell Grenzen geschlossen für Chinesen. Zum Beispiel, das Puff, das wir jetzt haben in Italien, hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass die italienischen Behörden zu lange gewartet haben und überhaupt wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wie viele Chinesen überhaupt in Italien leben. Es sind viel mehr, als man gedacht hat und so weiter. Ich finde, die Länder haben alle sehr unterschiedlich gehandelt. Amerika hat auch Fehler gemacht. Oder zum Beispiel dein Lieblingsfreund Trump hat auch Fehler gemacht. Aber was er nicht gemacht hat, ist zum Beispiel die Chinesen noch lange reingelassen. Das haben wir Europäer gemacht. Das ist jetzt unser Problem. Also genau. Alles wieder falsch, was du sagst. Welches Land hat als erstes die Flüge nach China gestoppt? Welches? Es war nicht Amerika. Sagst du mir, aber Amerika war eines der ersten. Italien.
Ja, das heisst, diese Massnahme hat nicht funktioniert. Die Massnahme, wenn man mal den Dieb in der Wohnung hat, dann nützt es nichts, wenn man alle Fenster zuschließt. Da hat man müssen isolieren, man müssen testen, man müssen herausfinden, wer ist infiziert. Und Nancy Pelosi hat letzte Woche gesagt, es gibt nur drei Massnahmen: Testing, Testing, Testing. Ja, gut, aber wie viele das... Leute sind in Amerika bis jetzt getestet worden? Weißt du, wie viele? Weißt du, wie viele? Noch nicht genug. Ich weiß die Zahlen nicht. Nein, weißt, schätz nein, mal. Nein, aber ich muss es nicht. Nein. Wahrscheinlich zu wenig, das ist klar. 20.000. Und weißt du, in einem Land von 327 Millionen. Die FDA hat ein ganz blödes Verfahren gehabt, um die Tests überhaupt zuzulassen. Deshalb haben sie viel weniger Tests gehabt. Das sind alles Sachen, die die Amerikaner schon lang von der jetzigen Regierung so eingeleitet haben. Sie haben Fehler gemacht, aber nicht irgendwie, weil sie, wir haben übrigens genau die gleichen Fehler gemacht. Ich finde im Prinzip, etwas vom Blödsten an dieser ganzen Krise finde ich das Blaming. Und das Blaming haben ja die Demokraten angefangen in Amerika. Jetzt merken sie es auch. Ich meine, es hat Bundesstaaten gegeben, die völlig demokratisch regiert sind und nicht besser reagiert haben als die Bundesregierung und umgekehrt. Es ist doch ein Unsinn, da geht die ganze Zeit gestritten. Wenn wir wollen blamen, dann ist es China. China hat 6 Wochen praktisch nichts gemacht. Haben die Ärzte, die gewarnt haben, eingesperrt und zum Teil wahrscheinlich sogar umgebracht. Also wenn einer die Schuld ist, dann ist es das Regime. Also ich kann jetzt da in nützlicher Frist gar nicht alles dementieren, was du gesagt hast. Noch bis vor kurzem hat Donald Trump gesagt, kein Problem, es ist ein Hoax, es ist gar nicht recht. Du kannst ja alle die Videos anschauen, die werden jetzt auf und abgespielt auf amerikanischen Medien, wo er gesagt hat, wir haben 15 haben wir, die infiziert sind und bald sind wir auf Null und so weiter. Und das tut natürlich eine Stimmung in einem Land kreieren. Aber ich wollte dazu noch etwas sagen. China hat tatsächlich am Anfang falsch reagiert, aber nachher hat es richtig gemacht. Und zwar sehr richtig. Und letzte Woche hast du gesagt, ich glaube doch gar nicht, was in China kommt, wenn es heisst, dass sie es unter Kontrolle haben. Nun ist jetzt Folgendes. Apple hat alle Läden auf der Welt geschlossen, außer in China. Ja, weil dort haben sie, Markus, nimm doch das zur Kenntnis. Ja, Entschuldigung, ist jetzt Apple plötzlich Gott? Es ist doch nach wie vor so, dass man nicht wissen, was die Chinesen genau, wo kann man den Chinesen trauen? Dass die Chinesen jetzt ein Interesse haben, zu entwarnen, ist ja klar. Ich wäre froh, es stimmt. Und wenn es stimmt, umso besser. Es würde nämlich auch zeigen, dass die Massnahmen, die China getroffen hat, sinnvoll sind. Weil wir machen ja mehr oder weniger jetzt das Gleiche. Aber wir sind nicht so sicher. Also genau, und das ist es. Wenn wir es von China nicht gelernt haben, wenn wir es von Hongkong nicht gelernt haben und von Taiwan nicht gelernt haben und auch nicht von Italien gelernt haben, dann hätten wir irgendwie etwas ganz massiv falsch gemacht. Und was macht man jetzt? Grenzen zu Italien? Die Italiener dürfen zum Teil nicht reinkommen. Die Schweizer aber schon, die gehen hin und her. Hast du das Gefühl, dass der Virus sich je nach Pass anders verhält? Das ist doch ein Unsinn. Nein, aber du musst ja irgendetwas musst ja machen. Roger, was würdest du machen? Du kannst doch nicht den Schweizer verbieten, ins Land selber reinzukommen. Du kannst die Ausreise noch verbieten und so weiter. Grenzgänger sind auch ein Problem. Roger, das siehst du jetzt schon ein bisschen einfach. Also ehrlich gesagt, die Deutschen haben jetzt Grenzen auch nicht völlig geschlossen. Du kannst jetzt zur Zeit nicht Grenzen völlig schliessen für deine eigenen Staatsbürger. Stell dir mal vor. Markus, es tut mir leid, ich bin enttäuscht von dir. Wirklich enttäuscht, dass du da irgendwie einfach irgendwelche so oberflächliche Sachen... Also Roger, ich möchte gerne dazu die Frage beantworten, die du gestellt hast. Man sollte es so machen, wie es die Israelis machen. Alle, die zurückkommen, auch die Israelis, müssen 14 Tage in Quarantäne. Und die Amerikaner haben sogar dann selber gesagt, alle, die jetzt zurückkommen, die müssen auch noch geprüft werden. Hat zum grössten Chaos, du hast die Bilder gesehen am Wochenende an dem Flughafen, von Tausenden von Leuten haben müssen zusammengepresst warten, bevor sie reinkommen können. Also genau sich gegenteilig verhalten haben müssen, als es richtig ist. Das müssen wir machen. Man kann die schon zurückrufen, sehe ich schon. Aber dann müssen wir schauen, dass die in Quarantäne gehen und nicht sagen, Schweizer sind weniger infizierbar als Italiener. Sagt doch kein Mensch, es geht um gewisse Umsetzbarkeit oder nicht. Mir ist es recht, wenn du sagst, ja, wir wollen jetzt Grenzen ganz zuschliessen. Okay, das ist nicht mein Problem. Ich habe mit anderen Sachen ein bisschen mehr Probleme, zum Beispiel, dass man alle Schulen schliesst. Ob das wirklich etwas bringt, das sehen wir dann. Was der Punkt einfach der ist, es ist nach wie vor so,
dass man wahnsinnig stark darauf schaut, jetzt nur Bekämpfung und Kosten überhaupt nicht ins Auge nimmt. Und das ist etwas, wo man in einem halben Jahr dann könnte diskutieren könnte, wenn wir mal ein bisschen mehr Übersicht haben. Zurzeit ist das relativ schwierig. Aber was auch nichts bringt, ist, wenn man jetzt die ganze Zeit im Prinzip auch bei den Massnahmen eine Eskalation zulässt, die vielleicht uns wahnsinnig schadet. Also wenn du schaust, was England macht, England verhält sich anders. Können wir schauen, wer es besser macht? Wir wissen es nicht. Ich glaube, auch David, das ist genau umgekehrt. Genau weil man es verpasst hat. Weil man immer zu langsam war. Und der Herr Fauci, das ist am Trump, sein Mann, sein Spezialist, der grosse Guru jetzt von Corona in Amerika, gesagt, alle Massnahmen, die heute radikal erscheinen, sind morgen, schauen wir als milde an. Genau das ist die Situation, die wir auch bei uns haben. Und das hätten wir müssen machen. Und je länger wir zuwarten, Markus, desto grösser werden die wirtschaftlichen Schäden. Und das sieht man doch jetzt. Weil China funktioniert jetzt schon wieder, Hongkong funktioniert, Taiwan funktioniert, Südkorea funktioniert und Europa liegt flach. Dann ist ja gut. Roger, wenn es so ist, dann sind wir ja alle froh. Nein, sind wir nicht dann froh. Bin ich für alle Massnahmen, die Chinesen eine unglaubliche Diktatur durchgesetzt haben innerhalb von kurzer Zeit, bin ich für alle die Massnahmen, wenn das so ist. Es ist aber nicht so sicher. Roger, es ist nicht so sicher. Wir wissen nicht einmal die Mortalität genau von dieser Krankheit. Wir wissen nicht einmal, wie gefährlich das ist. Wir können auch zu viel machen. Und das ist etwas, wo anscheinend für dich überhaupt nicht irgendwie ein Thema kann sein. Und das verstehe ich nicht, weil das kann man ruhig diskutieren. Was macht überhaupt Sinn? Wo sind die Kosten zu hoch? Muss das überhaupt sein? Ich finde, es wäre viel gescheiter gewesen. Man hätte die Risikogruppe, das sind alle Leute ab 70, besser geschützt, speziell geschützt, dass man jetzt die ganzen Schulen zumacht. Gut, können wir mal machen, aber was das für Kosten wird hinterlassen, also Entschuldigung. Also gut, man weiss, auch das ist wieder falsch, die Mortalität nach bisherigen Aussagen ist etwa 10-mal so hoch wie bei der Grippe. 10-mal so hoch. Die einen sagen 10-mal, die anderen 6-mal, die anderen 30-mal. Aber es ist, ja, das spielt jetzt kein... Ja, ist das schon ein Unterschied. Ob 3-mal mehr oder 10-mal mehr ist ein verdammter Unterschied. Es von 3-mal redet niemand. Und das heisst, es ist ganz etwas ernst. Und ich meine, die Leute sind immer wieder verblüfft, was denn da passiert in der Schweiz. Ich habe heute Morgen mit einer Ärztin geredet aus dem USZ, aus dem Universitätsspital, die hat gesagt, wir sind jetzt schon am Rand. Wir haben jetzt schon keine Kapazitäten mehr, Leute an Beatmungsgeräten zu tun und es hat noch nicht mal richtig angefangen. Das ist in der Schweiz, nicht in Italien. Ja, letzte Woche hat man gehört, von Bergamo hat man gehört, dass die Ärzte jetzt Triage machen müssen, wer wird an die Beatmungsgeräte genommen und wer nicht, die Jungen oder die Alten, die Reichen oder die weniger Reichen. Und Markus, mit deiner Methode, man wartet da noch ein bisschen zu, weil man es nicht so genau weiss. Hast du heute etwa wieder dreimal gesagt, macht man genau die Sache viel, viel schlimmer. Ja, also gut, also das hat man ja jetzt bis jetzt so gemacht. Und noch einmal, am Schluss, und ich sage das noch einmal, man könnte das in einem Jahr genau beurteilen, wenn man viel mehr wissen, wenn man genau wissen, wie ist die Mortalität von dieser Krankheit, es ist überhaupt nicht wahr, dass man das weiss, das ist ein Humbug, den du erzählst, das ist genauso falsch wie da, wo ich falsch sagen würde. Man weiss es schlicht nicht, weil man hat zu wenig Leute getestet, es gibt so Leute, die vielleicht ganz milde Symptome haben, die man gar nie getestet hat, die man nicht weiss. Über Zahlen von China haben wir darüber geredet. Zahlen von Korea, die relativ genau sind, auch die sind zu wenig genau, als dass man jetzt das genau könnte sagen. Und noch eines, und das ist genau, ich meine, das ist auch das Problem mit dem Bundesrat, und der Bundesrat hat es vielleicht nicht schlecht gemacht bis jetzt. Es ist irrsinnig schwierig, die Gratwanderung zu machen, das zu machen, was nötig ist. Aber wenn du zu viel machst, dann hast du Kosten, die Gott vergessen sind. Da gehen auch Menschenleben drauf. Das ist eben genau der Punkt. Es ist ein Trade-off. Hast du das Gefühl, wenn wir unser Spital... Wenn wir unsere Spitäler jetzt total überlastet, weil alle eine Panik haben, und diese Panik tust du jetzt auch befördern. Ah ja? Ja, natürlich, du hast auch Verantwortung. Ich meine, die Leute hören das auch und haben das Gefühl, ja, das ist ja ganz verreckt. Wenn jeder jetzt ins Spital krank, sagt... Wenn sie mir zuhören, nein, aber krank. Sie säckeln vielleicht ins Spital, obwohl sie 50 sind, und mit 50 musst du nicht ins Spital, wenn du so etwas hast. Die werden dann nicht aufgenommen. Ja, Roger, du machst die ganze Zeit mehr Schuldzuweisung. Du tust mich ja einstellen, als sage ich, der alles Abstritt und so weiter. Völlig. Nein, das stimmt nicht. Und genau deshalb ist es ärgerlich, was du jetzt sagst. Es stimmt nicht. Ich streite es ja nicht ab, sondern ich sage nur noch, hey, wir müssen ein bisschen schauen, was bringt es und was bringt es nicht. Es gibt auch Kosten. Und du tust es so, als gäbe es überhaupt keine Kosten. Als wäre das völlig egal. Und auch die Mortalität sagt völlig egal. Du nimmst einfach überall das Schlimmste an. Irgendjemand muss das nachher zahlen. Also gut. Ich bin sprachlos. Wirklich, das passiert mir selten. Kosten sind im Moment massiv
Massiv. Und die sind gestiegen. Und die Börse ist um 25% reingehauen und geht weiter runter, weltweit. Die Kosten sind umso gross, weil man es nicht im Griff hat, weil man zu spät gehandelt hat. Und das sagen alle. Und wenn der Donald Trump endlich nach 4 Wochen, wo er sagt, wir haben überhaupt kein Problem, und es sind nur die Demokraten und die Medien, die über das reden, einfach plötzlich mal out of the blue den nationalen Notstand ausruft und dann allen Leuten die Hand schüttelt, die rings um ihn herum sind, dann merkt man, das sind Leute an der Spitze, die kein Vertrauen in die Regierung schaffen. Und das sind genau, Moment mal noch. Es sind die Populisten in den letzten Jahren. Alain Berset ist ein Populist. Moment. Er hat eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, man soll die Hand nicht mehr geben. Das Erste, was du siehst in der Pressekonferenz, gibt einem die Hand. Entschuldigung, hör mal auf mit dieser blöden Trumpologie. Überall ist der Trump, wenn etwas schiefläuft. Das ist doch blöd. Also gut, ich sage Folgendes, einfach um das noch zu beenden. Indem man die Institutionen madig gemacht hat in den letzten Jahren, das Parlament und der Bundesrat und das Bundesgericht und alle anderen, hat man jetzt, wo es darauf ankommt, dass man glaubt, was die sagen, und in Amerika ist es noch viel extremer, ein Präsident, der 15'000 Mal gelogen hat, hat man eine schwierige Situation. Und was macht man jetzt, Markus? Man ruft nach dem Staat. Dem bösen Staat, wo du immer gesagt hast, der ist zu gross, der ist zu mächtig, etc. Der muss das Problem lösen, auch in der Schweiz. Man hat jetzt eben 10 Milliarden, hat man jetzt mal gegeben. Ich glaube, das ist erst ein Anfang. Plötzlich ruft die Wirtschaft am Staat. Der Staat muss jetzt als Retter auftreten. Der Staat, der immer madig gemacht worden ist. Nicht? Das ist ein völliger Unterschied, ob du sagst, der Staat ist zu gross und macht zu viel, oder ob du sagst, es braucht gar keinen Staat. Kein normaler Mensch, der sich als Liberal oder als Konservativ anschaut, hat so etwas gesagt. Das ist eine von den lächerlichsten Karikaturen, die du da bringst. Niemand, der den Staat kritisiert, weil er vielleicht gewisse Sachen ineffizient macht, ist der Meinung, den Staat brauchen wir gar nicht. Aber man braucht einen starken Staat. Ja, kommt darauf an, wo er stark muss sein. Er muss sicher nicht stark sein bei den Verkehrsinseln bauen, sondern er muss stark sein, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik. Er muss im Grenzregime sehr stark sein. Ein Riesenthema jetzt, Grenzregime. Und wenn wir schon mal gerade beim Blamen sind, muss man mal schauen, wer jetzt wieder die ganze Krise löst. Es ist der Nationalstaat und nicht deine liebe EU, nicht deine liebe UNO. Alle die Sachen, die du jetzt die letzten 30 Jahre, du bist ja der den Nationalstaat madig gemacht hat. Du bist ja der, der immer gesagt hat, ja, die EU ist alles viel besser. Schau, wo die EU heute ist. Aber Roger, noch eins. Markus, Entschuldigung. Es macht doch keinen Sinn, so eine Diskussion jetzt zu führen. Ja. Ich habe nie gesagt, der Staat muss weg. Ich habe nie gesagt, ich habe das Parlament noch nie in meinem ganzen Leben lächerlich gemacht. Das stimmt auch nicht. Das sind eine Unterstellung nach der anderen. Genau, und Angela Merkel wird seit Jahr und Tag madig gemacht und unser Bundesrat und all die Sozis in unserer Regierung. Nein, Markus, ist nicht der Nationalstaat. Weißt du, wieso es nicht der Nationalstaat ist? Weil sich der Virus nicht an Grenzen hält. Und was man jetzt macht in Europa, indem man die Grenzen zumacht, ist höchstens, dass man vielleicht um 3 oder 4 Tage verzögert. Aber es passiert eben trotzdem. Viel wichtiger wäre, und das schockiert mich, dass man in der Schweiz nicht vorbereitet ist auf das. Und es ist nicht nur in der Schweiz so, auch in anderen Ländern, aber gerade in der Schweiz, 2'000 kann man am Tag testen. Ich kann das sagen, warum. Das ist zu wenig. Ja. Und der Bill Gates, oder? Der sich sehr stark mit Gesundheit und so und hat Milliarden investiert, abgegeben, hat vor 4 Jahren gesagt, die grosse Gefahr für die Menschheit ist nicht ein Atomkrieg, sondern ein Virenkrieg. Da können 10 Millionen sterben und wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Also gut. Erstens, ich habe gesagt, Krisenmanagement. Wer macht Krisenmanagement heute? Ist das die EU? Nichts macht die EU. Gar nichts. Das ist der Nationalstaat. Das ist mal der erste Punkt. Obwohl der Virus, wie du völlig richtig sagst, ein internationales Thema ist, zeigt sich einmal mehr, dass in der Krise nur der Nationalstaat funktioniert und eine internationale Organisation nicht. Der Bundesrat ist der Nationalstaat. Das ist die Regierung von einem Nationalstaat. Die italienische Regierung ist ein Nationalstaat. Aber die müssen alle selber regieren, eben, machen alles gleich. Das ist eben gut. Das zeigt, der Nationalstaat ist die einzige handlungsfähige Organisation jetzt und sicher nicht die EU, nicht deine liebe EU oder so häufig mal gelobt hast und gesagt hast, du bringst ja alles. Du sagst schon mehr, ich habe den Staat madig gemacht. Ja. Jetzt kommt das Zweite. Warum sind wir, ich muss schnell reagieren auf das, was du gesagt hast. Warum sind wir Schweizer so schlecht vorbereitet? Unter anderem auch genau aus dem Grund, wie wir gesagt haben, ja, Nationalstaat braucht es nicht mehr. Die ganze Vorbereitung, die wir früher noch hatten im Kalten Krieg, alle die Vorräte und so weiter, Mumpitz braucht man nicht. Globalisierung ist sowieso so toll, wir können von überall das Zeug einkaufen. Jetzt merkt man, nein, wir müssen wieder gewisse Tugenden müssen wir wieder lernen, die wir früher noch selbstverständlich hatten, dass man eben Versorgung muss vorbereiten und so weiter. Von dem her finde ich, die Krise ist auch heilsam. Also gut.
die EU hat gar keine Kompetenzen. Man hat das der EU gar nicht gegeben, die Kompetenzen, um beispielsweise einen Lockdown irgendwie in der ganzen EU zu verordnen. Das geht gar nicht. Das ist ein Unsinn, wenn du sagst. Jetzt machen alle einfach, was die anderen machen, haben das Gefühl, sie müssen auch ein bisschen Aktivismus machen. Und die, die jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir wieder eine Selbstversorgung machen, das sind unter anderem die Leute, die Globalisierung am meisten vorantreiben hat, unter anderem dein Freund Christoph Blocher, der unter 17 Fabriken in China gebaut hat und auf diese Art und Weise Chinesen irgendwie zum Weltmarkt führen mit schweizerischer Technologie gemacht hat, der sagt jetzt auch, wir müssen jetzt zurückbuchstabieren. Aber ich sage dir, Markus, das ist die falsche Methode. Weil Tomaten kommen mit immer noch aus Spanien. Das ist nicht irgendwie unterbrochen. Und jetzt muss man jetzt keine Panik machen und sagen, die Versorgung ist dann nicht gesichert, wenn wir jetzt nicht alles zumachen. Ja, aber Tomaten sind nicht so schlimm. Was sicher schlimm ist, und das hat man ja jetzt auch erkannt, wenn irgendwo unsere ganze Chemie und unsere Pharma zu 90% auf Vorprodukte aus China angewiesen ist, dann ist das nicht so schaurig. Gut, das macht ja der Blocher. Das, was man jetzt, der Blocher hat nicht einen Pharma-Konzern gemacht, sondern Textilfabriken hat er gebaut, weil die Technologie in der Schweiz einfach völlig, du hast nicht mehr können produzieren, zu einer Art, wo es irgendwo noch vernünftig war. Aber auch da finde ich, ja, vielleicht ein, zwei Textilfabriken sollten wir auch in der Schweiz haben. Und das ist ja auch gut, dass man jetzt wieder ein bisschen umdenkt. Das ist naiv gewesen, gemein. Man kann alles über den Welthandel lösen. Du musst gewisse Produkte musst du nie mehr können selber herstellen. Und da merkt man jetzt, in der Gesundheitsversorgung ist das schaurig wichtig. Noch einmal, es wird eine Renaissance vom Nationalstaat jetzt stattfinden. Da bin ich absolut überzeugt. Sehr viele Leute haben den Schock jetzt in den Knochen, wo sie merken, hey, die Deutschen können nicht einmal Gesundheitsmasken lösen zu uns. Jetzt haben sie zwar das gelöst, das Problem, aber zuerst haben die Deutschen gesagt, nein, hier können wir keine Gesundheitsmasken über, obwohl wir die gezahlt haben. Das gleiche Problem mit den Franzosen. Die Welt wird wieder so, wie sie immer war. Was heisst das? Es gibt Nationalstaaten, die funktionieren. Und die ganzen Schalmeienklänge, die man hatte, mit internationalen Regimen und so weiter, funktioniert nicht. Also, das ist so ein absoluter Unsinn. Der Wohlstand, den wir jetzt haben, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, basiert auf der Globalisierung. Und wenn du zurückgehen willst in eine Zeit des Merkantilismus, wo man Grenzen schliesst, noch vor dem Adam Smith, dann würde ich sagen, gute Nacht um 6. Dann sind wir also wirklich auf einem Wohlstandniveau, wo wahrscheinlich noch vor dem Ersten Weltkrieg zurück ist. Nein, das sind die falschen Schlussfolgerungen. Umgekehrt, die Welt muss zusammenarbeiten. Und man hat, weißt du, was man hätte machen müssen, Markus? Wo man das gemerkt hat, in Italien geht es irgendwie los, in Norditalien, hätte man Italien müssen helfen, hätte alles müssen machen, hätte denen müssen Spitäler oder irgendwie die Betten zur Verfügung stellen, Geld geben, weil Italien ist ja halber bankrott, und hätte müssen schauen, dass es dort irgendwie kann eingedämmt werden, bevor es zu uns kommt. Okay. Und nicht sagen, ja, wir machen Grenzen zu. Ich bin einverstanden, aber du bist ja der die EU glaubt. Du hast ja das Gefühl, die EU kann das. Schau, aber die EU ist ja dort, das Scheitern von der EU jetzt in dieser Krise, kann das sagen, das wird nachhaltige Folgen haben. Die Italiener musst du nie mehr erzählen, die EU sei eine Solidargemeinschaft. Ist sie nicht. Du hast völlig recht, niemand hat geholfen. Alle haben selber für sich geschaut. Die EU funktioniert nicht. Das forderst du ja. Nein, die EU funktioniert. Du forderst das. Ich fordere das nicht, sondern es ist Realismus. Du bist ein Pipe Dreamer. Das war ein Pipe Dream, dass da irgendwelche Norweger sich kümmern um die Italiener. Es funktioniert so nicht. Genau, und die hätten sich darum müssen kümmern, wir alle, eben weil wir zu wenig solidarisch sind, zu wenig vorausdenken, zu wenig gut sind. Und eben sagen, ja, wir schauen jetzt mal zu und Norwegen ist weit weg von Italien und nicht gemerkt, dass es uns dann eben auch trifft. Und genau das ist das Problem und es wird noch grösser. Und wir können jetzt heute an diesem Montag uns darüber ein bisschen streiten und so. Und ich werde sagen, wir werden in 2-3 Wochen zurückschauen und sagen, hey, an dem 16. März ist eigentlich die Welt noch in Ordnung gewesen. Im Vergleich zu, wie es jetzt ist. Ist das der Geburtstag gewesen von mir? Oder? Genau. Gut. Nein, das also, heisst, es ist, du schon, wenn man eine Woche zurückdenkt, wäre es undenkbar gewesen, was wir jetzt erleben, weltweit, aber auch bei uns in der Schweiz, was unsere Kinder erleben, was unsere Eltern erleben. Einfach, weil wir eben so, Entschuldigung, wenn ich dich frei zitiere, wenn man so die Mentalität hat, wir wissen noch zu wenig, wir dürfen nicht übertreiben, es gibt wirtschaftliche Schäden. Mit dieser Haltung ist man was total man gegen wissen, die Wand gefahren. Was wir bis jetzt wissen, ist, die Krankheit ist nicht so tödlich, wie man vielleicht hätte müssen befürchten. Das ist sie einfach nicht, Roger. Und weil das so der Fall ist,
ist es sehr schwierig, die richtige Gratwanderung zu gehen zwischen den unglaublichen Kosten, wenn wir jetzt unsere Weltwirtschaft zur Sau machen und in 3 Jahren Weltrezession haben und wir nicht mehr aus dem Loch rauskommen, dann werden wir mal einmal darüber reden und sagen, ja, vielleicht hat man überreagiert und hat viele Fehler gemacht, die man hätte können vermeiden können, wenn man ein bisschen mehr die Nerven behalten hätte. Das Schlimme ist, dass was heisst denn das? Moment, was heisst das? Dass man das genauer angeschaut hätte, dass man zum Beispiel die Schweiz hätte zum Beispiel können Nerven zeigen können, indem sie zuerst gesagt hätte, sobald das Italien betroffen war, bin ich deiner Meinung, hätte man können die Italiener helfen können, gleichzeitig aber Grenzen sofort zumachen. Gut, das hat man nicht gemacht. Aber das geht nicht. Mal, man hat es nicht gemacht, weil man meinte, Schengen ist heilig. Man hat, du hast ja vorher auch gesagt, die Grenzen, Israel hat Grenzen geschlossen, hast völlig recht, ist ein bisschen einfacher. In Israel gibt es eigentlich schon lange keine offene Grenzen mehr, außer der Flughafen. Ist ein bisschen einfacher. England hat es auch einfacher, Singapur hat es einfacher. Es ist auffällig, dass alle Inseln das viel besser können handeln als wir, weil es eben einfacher ist, Grenzen zu schliessen. Aber noch eins, alle haben Fehler gemacht, aber noch eins, es ist nicht Kopfendeckel, es ist nicht so eine gefährliche Krankheit und das ist der Punkt. Also, tun wir das festhalten, es ist nicht so gefährliche Krankheit, wir haben Angst zum Überreagieren, ich sehe es genau umgekehrt. Lassen wir es an dem Ort stehen. Und das Einzige, was mir übrig bleibt, jetzt noch zu sagen, ich wünsche dir ganz einen schönen Geburtstag. Das ist aber nicht, dass das immer noch gilt. Das gilt immer noch. Ich staune immer wieder über dich und so. Du bist unbezahlbar. Ja, gleichzeitig staune ich auch über dich. Also es ist geschenkt. Oder was habe ich für einen Tag am Mittag oder am frühen Abend? Der Markus Somm am Abend, der Blocher, ja, in meiner zweitletzten Sendung. Ja, du brauchst das. Du brauchst ein bisschen intelligente Herausforderung. Nein, also, ja, das ist jetzt also ein ganz... Kannst jederzeit dümmer einladen. Aha, ja. Dümmer ist schon, aber Leute, die vielleicht Verbohrter sind, wird schwierig. Anyhow, bleiben wir an dem Punkt, dürfen wir es jetzt nicht irgendwie nochmal in die falsche Richtung bringen. Genau. Also, die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche, hoffen wir natürlich, dass wir es dann aus dem Studio machen können und irgendwie vom Homeoffice aus, wer weiss. Gut, das haben wir ja schon mal gemacht, das haben wir uns geübt. Das genau, ist kein Problem. Okay. Oder alles ist dann noch einer von uns beiden unter Quarantäne. Wer weiss, also mit dem muss man rechnen. Wenn wir schauen, wie das weitergeht. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen. Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.